Damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge SIMT-MHD-Simulator. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seht schon unschwer, dass wir heute mit einer Straßenbahn unterwegs sind und es handelt sich hierbei um die Skoda. Ja, die werden wir uns heute mal so ein bisschen anschauen, wir werden heute mal auf der Linie zweimal hier so ein bisschen rumcruisen. Kollege kommt gerade, parkt gerade ein und wir dürfen gleich losfahren. In genau 1 Minute 44 geht's direkt los. Deswegen haben wir gar keine große Zeit, um hier zu quatschen, sondern wir rüsten das ganze Ding mal jetzt so ein bisschen auf. Das hier alles ist Gold-Content. Das bedeutet, wenn ihr das Ganze jetzt spielen wollt mit Straßenbahn oder sowas, müsst ihr jetzt spätestens zahlen. Das Ganze, wie gesagt, für 3 Monate ist Minimum für 6,99 €. Ja, also überlegt euch das ganz gut, falls ihr da wirklich Bock drauf habt. Wie gesagt, sind halt 6,99 €. Ne? Klingt jetzt im ersten Moment nicht viel. Ne? Deswegen muss dann halt jeder für sich selbst so ein bisschen entscheiden, ob er darauf den Lust hat. Ne? So, wir haben zumindest schon mal alles eingestellt. Anders als wie jetzt in dem Bus, den wir ja gefahren haben, haben wir jetzt hier, wenn wir jetzt in die Innenperspektive gehen, eigentlich auch Displays. Aha, da sind sie. Ne? Die zeigen uns dann auch so ein bisschen an, ne? Haltestellen und alles was und so weiter und so fort. Also das funktioniert hier auch. Genauso wie Blinker hier, die werden hier erkannt und so weiter und so fort. Also das, wie gesagt, ist hier schon mal alles mit drin. Jetzt müssen wir wieder gucken, was jetzt hier wieder Sache ist. Achso. Ne, Licht wollen wir nicht. Wir wollen gerne den Vorwärtsgang drin haben. Das funktioniert nur gerade nicht. Ja, ich krieg jetzt den Vorwärtsgang nicht rein, das ist unglaublich. Jetzt haben wir ihn drin. Mein Gott. Also manchmal ist es schon ein bisschen zickig, das ganze Ding hier. So, lass mal einsteigen. Wenigstens haben wir heute mal ein paar Fahrgäste hierbei. Keine Ahnung, manchmal ist ein bisschen, will das Ganze nicht. Thank you.
So, ja, wir sind wieder an der Oberfläche angekommen hier. War jetzt gerade mal ein bisschen Tunnelfahrt und so. Ja, aber so könnt ihr mal so ein bisschen auch mal die Sounds so hören. Ich finde, die sind echt gut gelungen. Aber man sieht halt, dass das Ganze halt schon ein bisschen, ja, ein älteres Kaliber ist, ein älteres Modell ist. Aber ich finde trotzdem, wenn man wirklich das Ganze dahinter verstanden hat, wie das Ganze funktioniert oder sowas, ja, dann denke ich mal schon, dass da was, dass man da auf jeden Fall mit auch Spaß haben kann. Das Problem ist, kann man damit zeitweilig Spaß haben. Ja, hier liegt es natürlich so ein bisschen, wir haben hier eine Karte, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt hier große Mods gibt oder sowas, die man jetzt hier zum Beispiel hinzufügen kann oder sowas, ne? Aber ich glaube, auf der offiziellen Homepage wird dazu jetzt dementsprechend jetzt nicht wirklich groß was verlinkt oder sowas, ja, dass man da mal zum Beispiel mal gucken kann. Also ich glaube, hier bleibt es wohl bei den Fahrzeugen, die wir hier aktuell haben. Das Ding ist halt auch, die Straßenbahn ist ja hier schon sehr schön ausmodelliert. Ist das bei den Bussen halt nicht so. Wir werden auf jeden Fall auch mal Tagsfahrten machen. Das verspreche ich euch. Wie gesagt, ich werde jetzt den Simt doch schon ein bisschen öfter mal jetzt rausholen. Wie gesagt, um schon alleine die 690 hier ein bisschen auszunutzen. Dann können wir uns das mal angucken. Also wie gesagt, jetzt nachts ist natürlich hier scheinbar gar nichts los. Die tote Hose hier. Aber gut, ich habe eigentlich jetzt dementsprechend auch nicht wirklich was anderes erwartet. Ne? So, aber wie gesagt, vom Fahrzeug her, das kann ich schon mehr sehen lassen. Mann, oh Mann, oh Mann, das sieht schon echt edel aus. So. Muss jetzt leider mal einmal sein. Jetzt tappt er uns zwar wieder raus, aber tappen wir uns jetzt gleich wieder rein. Das klappt schon. So. Ampeln sind aus, blinken. Aber es raustappen mag er nicht so wirklich, ja. Ich will auf einmal dann die Matrix anzeigen. So im Allgemeinen muss ich auch sagen, ich glaube, der Simulator ist auch noch nicht fertig. Ne? Also statt nur Verbesserung. Ne, muss das Ding auch noch fertig gemacht werden. Aber im Großen und Ganzen sind hier Fahrpläne halt vorhanden, KI ist vorhanden, Menschen bewegen sich. Man sieht ja zwar keine Menschen, die sich jetzt hier auf den Straßen irgendwie jetzt groß bewegen oder sowas. Ne, also da ist jetzt natürlich nichts. Das ist aber fies. Das ist fies. Das ist fies hier. Stehen wir natürlich komplett hinter dem Signal. Da kommt gerade die Tatra angerollt hier. Ja, rotes Signal. Das ist natürlich nicht so schön. Wir haben drei Fahrgäste, ihr seht's, ne? Will hier eine bestimmte Dings haben, dass du bestimmte Bremsstärke hast, damit du die Türen auf und zu machen kannst.
So, Türe auf, alles einsteigen, aussteigen. Unsere drei Fahrgäste, die wir da haben. Großartig, großartig. So. Jetzt müssen wir warten. Ah, okay, wir haben. Er zeigte nach rechts und wir fahren nach links. Alles klar. Ja, zwecks den Einstellungen habe ich natürlich auch noch schon geguckt, ne, dass man irgendwie das Ganze einstellen kann, dass sich die Häuser ein bisschen früher schon aufploppen, als das jetzt aktuell der Fall ist. Es gibt leider keine Einstellungsmöglichkeiten. Das Einzige, wo du halt groß was einstellen kannst, ist zum Beispiel Verkehrsdichte oder halt die Auflösung oder halt sowas. Das kannst du halt einstellen, aber nicht irgendwie, wie du das einstellen kannst, dass das später aufploppt oder früher aufploppt. Deswegen, also für mich ist teilweise schon echt zu spät, klar, ne, wir fahren uns eigentlich ins Leere, so wie es halt ausschaut, und dann auf einmal, kurz bevor du davor bist, baut sich da so eine richtige Gegend auf. Das ist natürlich schon schade. So, Ton ist jetzt auch schon weg, obwohl wir noch rollen. So, alles einsteigen. Wir können auch raus. Nö, sind alle noch drinnen hier, brav. Brav wie sie sind, fahren sie hier wahrscheinlich bis zur Endstation mit. Da wird mir eine Tür der Geld angezeigt. Interessant. So, mit einer Minute Verspätung. Aber wir sind ja auch schon an gleicher Endhaltestelle. Dann haben wir es hinter uns. Geschafft. So, kein Fahrgäste, sind alle ausgestiegen jetzt hier. Wir wollten hier wohl nach Hause. Schwalla. So, da haben wir unseren Abschlussplan. Ja, das ist es. Das ist also, wie gesagt, Strela Hora. Oh, okay. Aber da müssen wir jetzt hinfahren wahrscheinlich.
Jo, weil das ist hier nicht mehr unser Bereich. Sprich, wir müssten jetzt wechseln und dann fahren wir jetzt zum Beispiel auf der Linie 1 weiter. Ja, also das ist, wie gesagt, sind im HD. Wie gesagt, nicht nur Bus, auch Straßenbahn geht. Wir werden uns auf jeden Fall noch die Linie 1 nochmal anschauen. Und ja, ich werde auch mal gucken, dass wir dann auch mal tagsüber hier fahren werden. Wir werden uns den O-Bus noch anschauen. Also ist noch einiges zu tun hier, einiges zu zeigen hier in dem SIMT-MHD-Simulator. Wenn euch das Ganze gefällt, unbedingt ein Like da lassen. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr den kennt oder ob ihr den auch gerne mal testen möchtet. Denn wie gesagt, schaut mal unten in der Videobeschreibung rein. Ich packe euch den Link, wie gesagt, da unten selbstverständlich auch mit dazu. Und ja, da könnt ihr euch ja zumindest mal die Demo angucken. Die kostet ja nichts. Da müsst ihr so einen Installer runterladen. Ich glaube, das war auch nicht groß gewesen. Dann könnt ihr ja gerne mal dort mal reinschauen. Falls euch das halt gefällt, dann ja, guckt einfach mal rein. Ne? Also so an sich, Straßenbahn finde ich ziemlich cool. Auch die Geräusche teilweise, die waren manchmal echt super. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen, was uns jetzt hier noch so wartet. Wie fährt sich zum Beispiel die Tatra? Oder ja, das erste Mal überhaupt, dass ich mal mit einem O-Bus fahre. Also alles das und noch mehr hier im SIMT-MHD-Simulator. Ich würde mich freuen. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.